Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steffis Duftbar. Ja, mein UPS-Fahrer war gerade da und ich wollte gar nicht länger warten und dachte, ich komme jetzt mal geschwind live, um euch zu zeigen, was er mir gebracht hat. Vielleicht kennt es der eine oder andere aus Amerika. In USA gibt es sie schon lange und wir kriegen sie jetzt erst am 1. November, unsere Sensi Bricks. Was ist ein Sensi Brick? Ein Sensi Brick ist ein übergigantisch großer Sensi Wachsbar. Ich zeige euch mal ein normales Wachsbar. So kennen wir sie alle, ja, mit 8 kleinen Würfelchen. Wir haben hier ca. 90 Milliliter, 70 Gramm drinne. Und jetzt, passt auf, was heute angekommen ist. Wir Berater hatten natürlich auch einen kleinen, klitzekleinen Vorteil und konnten diese Bricks im Set schon vorzeitig bestellen. Ach, wie schön, da schauen ja ein paar zu. Hallöchen, guten Morgen, kann man noch sagen, ja. So, passt auf, seid ihr bereit? 1, 2, 3. Boah, schaut mal dahin. Hammer, oder? Das sind 5 Düfte an Sensi Bricks. Ich bin gerade am gucken. Wir haben hier 500 Milliliter drin, ja. Das heißt, knapp ein halbes Kilo wiegt so ein Brick. Das ist der Hammer, oder? Ein halbes Kilo Duftwachs. Das heißt, ich habe jetzt hier 2,5 Kilo Duftwachs in den Händen und es ist mega. Ich finde es so geil. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Es ist der absolute Oberhammer. Also ich habe noch nie so ein Brick in der Hand gehalten, auch in Amerika noch nicht. Und ich finde das der Hammer, schon alleine das in der Hand zu halten. Das ist mega, mega, mega cool. Und es sind auch hier hinten jetzt keine 8, sondern ganze 12 Würfel. Und ich habe mir das mal berechnet, ich habe mal überlegt, was ist da so drin an einer Menge in einem Würfel, ja? Und wir haben ja, wie gesagt, hier 12 Würfel und haben circa ein halbes Kilo an Duftwachs. Und wenn wir das jetzt aufteilen, hier sind in etwa grobe Richtung 6 Wachsbars, passen hier rein. Also 6 von den kleinen passen hier in das große. Die sind natürlich auch wesentlich dicker wie das normale. Ja? Also 6 Stück von denen kommen ungefähr hier in so ein Brick rein. Und wenn man das dann umrechnet, dann haben wir in einem Würfel knapp ein halbes Bar drinne. Das heißt, hier vorsichtig, hier legt ihr natürlich nicht einen ganzen Würfel in eure Duftlampe rein. Wenn ihr für gewöhnlich 1 oder 2 Würfel genommen habt, dann legt ihr hier nur einen halben oder sogar ein Viertelwürfel in euer Lämpchen rein. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe damit selber auch noch nicht rumexperimentiert und habe es noch nicht getestet. Ich werde es euch natürlich dann noch mitteilen, wie viel ich denn letztendlich davon genommen habe und für gut befunden habe. Aber ich dachte, ich wollte euch die jetzt erstmal im kompletten ganzen Zustand zeigen, weil ich die einfach so mega so mega cool finde. Ja, und die Düfte sind natürlich auch nicht uninteressant. Das ist jetzt quasi unsere Weihnachtskollektion, eine weitere. Und wir haben einmal Frosted Petals, also wie der Name schon sagt, gefrorene Blüten, vermute ich, dass dieser Duft wahrscheinlich blumig sein wird. Wir gucken mal, also es ist auch wunderschön gemacht, ja, hier mit den Blumen, mit den Schleifchen, also ich finde es ja total schön, wenn was schön eingepackt ist, dann hat man mich ja schon. So, und jetzt gucken wir mal, ah, okay, da ist keine Folie drauf, also die kommen, oh, die kommen direkt so und es riecht hammermäßig, hammermäßig gut, wow. Also ich habe die Duftbeschreibung nicht hier, weil ich finde das immer ein Quatsch. Ich poste euch das rein in die Kommentare, da könnt ihr auf der Webseite gucken. Da findet ihr die professionelle Duftbeschreibung und könnt genau nachgucken, was da drin ist. Aber hier ist ja erstmal wichtig, wonach das riecht, wenn man es aufmacht. Ne? Und das riecht mega, mega, mega angenehm. Ich bin überhaupt kein Freund von blumigen Düften im Normalfall. Aber das gefällt mir auch. Also es riecht frostig, hört sich blöd an, aber es riecht nach
als wenn Blumen im Winter wachsen würden. Also es riecht schon blumig. Ich kann es nicht identifizieren, was es ist. Es ist jetzt keine typische Rose oder so, was ich hier rausrieche. Das ist so ein ganz leichter, fast ein bisschen Parfüm, Frauen, toller, angenehmer Frauenduft, Frauenparfüm. Es ist mega lecker, mega, mega lecker. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich jetzt so einen riesen Brick daheim habe und es gefällt mir nicht. Boah, schaut mal. Ta-ta-ta-ta. Ich finde ja immer, dass man hier unten dran riechen sollte, weil man den Duft da viel besser wahrnehmen kann. Ja? Also ich weiß nicht, ob vielleicht sogar ein Hauch Minze damit drin ist. Weil wie kommt sonst dieser Gedanke auf nach diesen winterlichen eingeschneiten Blumen? Ich glaube schon, dass da ein Hauch Minze oder Eukalyptus irgendwas ist, glaube ich, mit drinne. Oh, ich kann mich gar nicht genug daran rumschnüffeln und freue mich, wenn ich die nachher direkt für euch in Brüppchen eingießen darf. Und für die Würfelboxen, die mache ich natürlich auch noch fertig. Jeder, der sich da eine vorbestellt hat. So, das war der erste Duft. Ich bin mal gespannt. Also wenn die anderen auch so gut sind, Leute, dann haben wir jede Menge Wachs zu Hause. Das ist der Hammer. Also der nächste ist Caramel Chestnut. Ich habe ja schon, also ich vermute, er gefällt mir, weil ich mag ja solche karamellsüßen Düfte. Gerade im Winter mag ich das einfach, wenn man wo reinkommt und es riecht, als hätte man frisch gebacken oder so. Und das können halt diese Bäckereidüfte ganz gut. Das heißt, wir haben hier Karamell und Maronen, also Esskastanien quasi. Bin ich echt mega gespannt, wie der riecht. So, wir machen ihn wieder auf. Oh, mega. Leute, mega. Geht ihr gerne auf den Weihnachtsmarkt? Also ich schon. Ich liebe Weihnachtsmarkt. Ich könnte jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt schlendern gehen. Und das riecht original, wie wenn ihr an dieser Maronenbude vorbeigeht. Auf dem Weihnachtsmarkt und nebendran, da ist aber ein Verkaufsstand mit gebrannten Mandeln oder sowas. Und diese Düfte vermischen sich. Oh, ist das mega. Oh, ich könnte baden hier drinnen. Das ist der Hammer. Sorry, Leute. Ich hätte die vielleicht vorher mal in Ruhe riechen sollen. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir den auch so leicht, ja, können wir so leicht hier rausploppen. Ach, guck mal, wie cool diese Motive. In groß kommen die richtig gut rüber, ne? Fast zu schade zum Einschmelzen. Oh. Also es hat, das soll jetzt nicht abschreckend wirken, aber es ist ein Hauch, minimal was Rauchiges da drin. Oh, aber ich glaube, das ist einfach dieses Erdige von dieser Kastanie, die mit dabei ist, von dieser Marone. Es ist so, so lecker, Leute. Mega, also ihr müsst es einfach riechen, ob ihr euch den jetzt blind bestellen wollt oder ob ihr erstmal Duftpröbchen haben wollt. Bitte riecht an diesem Duft, der ist Hammer. Der ist auch gar nicht zu süß. Ich würde fast sagen, es geht einen Tick, einen minimalen Tick in die hölzerne Richtung durch diese Kastanie. Aber das Karamell macht es halt einfach wahnsinnig angenehm. Also das ist der Caramel Chestnut. Und davon habe ich auf jeden Fall nicht zu viel zu Hause, weil der ist mega. Also der kommt nicht nur einmal in meine Lampe. So. Mal gucken, der nächste Duft. Aber wir nehmen erstmal hier den. Den kenne ich persönlich schon, den gab es schon einmal. Das ist der Icicles and Evergreen. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere von euch. Den gab es letztes Jahr. Ich glaube, es war der Duft des Monats November, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist wirklich dieser Duft, der riecht, wie er aussieht. Original. Also wenn ihr Grün und Weihnachten seht, woran denkt ihr automatisch? Weihnachtsbaum, oder? Tannen, Fichten, whatever. Huch, und ja, also genau das kriegt ihr einfach. Ja. Also ihr seht, ich flippe jetzt hier nicht so aus wie bei den anderen, weil das ist halt bei mir echt ein Duft. Der geht, aber der geht für mich echt nur so zur Weihnachtszeit wirklich. Also der ist schon limitiert dann wirklich nur auf 1. bis 24. oder 26. Dezember und weiter nicht. Also der ist halt wirklich ein sehr, sehr grüner Duft. Da ist, glaube ich, nicht allzu viel anderes mit reingemischt. Für mich riecht er einfach straight nach Tannenbaum. Ja, ich denke, wenn ihr einen Plastik-Weihnachtsbaum habt oder Kunststoff-Weihnachtsbaum und macht euch den Duft rein, dann riecht es auch, als hättet ihr einen echten stehen, ja. Also der ist auch lecker, aber das ist für mich jetzt halt wirklich so ein reiner Weihnachtsduft. Und im Vergleich zu den anderen zwei landet der bei mir bisher auf dem letzten Platz, leider. Aber er riecht auch echt gut.
Ja, also er riecht nach Tannenbaum. Okay, mehr ist, glaube ich, zu dem Duft nicht zu sagen. Icicles and Evergreen. Vielleicht ist auch noch was anderes Grünes mit drin. Also er riecht sehr nach Wald. Ich will mal nicht sagen nur Tannenbaum. Ich würde sagen nach Wald, nach Winterwald. Genau, das ist der dritte. Und jetzt kommt der vierte. Auf den bin ich gespannt. Blau. Manche kaufen ja auch nach Farben ein. Ja? Also blau, blaues Wachs ist bei mir meistens Antisympathie, weil das meistens hölzerne Düfte sind, komischerweise. Oder so extrem frische Düfte. Von daher bin ich da mega gespannt. Aber ich finde, es klingt einfach total schön. Winter's Eve, also ein winterlicher Abend. Und da bin ich gespannt, wie es riecht. Also man sieht auf der Packung schon, es wird nach irgendwas mit Tanne riechen. Aber was genau, gucken wir jetzt mal. Boah. Hui. Gut. Mal ein blauer Duft, den ich gut finde. Also, es gibt es echt nicht oft. Oh, der ist gut. Der ist gut, weil Steffi liebt Eukalyptus und Minze. Und hier ist total genial gemischt. Oh, der riecht wie so ein bisschen, wenn ihr so in den Wintermonaten in so eine, ich glaube, nennt man das russische Sauna. Das hat einen bestimmten Namen, wo man so mit solchen Plättern hinterher über den Rücken geklatscht bekommt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, ja, ich gehe zu sehr ins Detail. Es riecht nach Eukalyptus und eben auch nach Tanne. Und hier will ich jetzt auch echt mal auspacken, mal gucken. Unten kann man so gewisse Nuancen besser erschnuppern, weil die sind ja flach gelagert und das Ganze... Bin ich noch da? Ja, das ganze Duftöl ist natürlich am intensivsten unten am Boden. Schaut schon mal mega aus. Ja. Oh, das hat sowas von einfach tief einatmen durch dieses Eukalyptus da drin. Ich mag das total gerne. Und es ist für mich ist es nicht zu viel Tanne. Also im Badezimmer oder so könnte ich mir das echt schon direkt vorstellen. Also nicht nur zur Weihnachtszeit. Oft ist ja Tanne nur Weihnachten, aber nee. Also der ist auch echt gut, wenn man Eukalyptus oder Minze oder sowas in einem Duft drin mag. Das macht es halt einfach sehr, sehr frisch. Und ich liebe das, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann mal richtig tief ein- und ausatmen. Und mag ich total. Überraschenderweise. Winter's Eve auf jeden Fall auch Daumen hoch. Knaller. Das fällt mir gleich mein Stapel runter. Okay, einen letzten haben wir noch. Diesen Duft, den gab es mal in einer Whiffbox. In der Whiffbox sind ja manchmal so Düfte drin, die es dann nur in der Whiffbox gibt und nirgends anders. Und da gab es eben mal diesen Duft Maraschino Sugar Cookie. Und der ist schön weihnachtlich rot. Also sieht schon mal mega, mega hübsch aus. Auch wieder mit Schleifchen. Und was haben wir hier drauf an Symbolen? Wir haben hier eine Kirsche und wir haben hier Weihnachtsplätzchen. Und von daher vermute ich mal, dass es ein Duft ist, der mir sehr gut gefallen wird. Denn ich mag Kekse, ich mag Kirschen, ich mag süße Düfte. Und wir gucken einfach mal. Also hier kommt halt schon mega viel Duft drauf, wenn ihr so ein Brick mal aufmacht. Ich bin ein bisschen... Boah. Hammer. Also so einen Duft habe ich bei Sensi noch nicht gerochen. Wie geil. Oh, ist der mega. Also Leute, der ist mega. Skala von 1 bis 10, 20. Oh. Man riecht deutlich diese Kirsche da draus. Oh, man riecht aber auch deutlich dieser Keks. Hallöchen, Daniela. Man riecht deutlich den Keks auch raus. Also es ist schon ein süßlicher Keksduft, aber durch diese Kirsche macht es das halt mega fruchtig noch mit dazu. Oh, lecker. Richtig lecker. Ich würde am liebsten reinbeißen. So toll duftet er wirklich. Mega, mega gut. Ach, der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist mit mein Lieblings von den Bricks. Oh, wie lecker. Ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer gut. Also absolut top. Wie gesagt, Skala von 1 bis 10 würde ich dem Ganzen eine 20 geben. Ist halt voll cool. Da ist halt echt keine Folie drauf. Man kann da richtig so schön drüber fahren. Und merkt mal, wie schön weich dieses Paraffinwachs eigentlich ist, ne?
Ja, es ist echt wie die Ummantelung vom Babybell-Käse und jetzt hat es auch noch die gleiche Farbe. ja, also ab 1.11. dürft ihr auch in den Genuss kommen, so ein Brick bei euch zu Hause zu haben. Ihr könnt die entweder einzeln kaufen oder wenn ihr jetzt sagt, okay, einer reicht mir nicht für die Weihnachtszeit. Ich habe zwei Düfte, an denen ich Interesse habe. Könnt ihr euch auch einen Doppelpack nehmen. Also einzeln zahlt ihr 34 Euro für so einen Brick. Was eigentlich mega günstig ist, wenn man bedenkt, ihr habt ja hier 6 Wachsbars drinne. Ja, also die knapp, wenn ihr die im Sparpack holt, hättet ihr da 42,50 für bezahlt. Und hier habt ihr 34 Euro. Und habt halt so einen genialen Brick. Ich kann euch da nochmal ein Video zu reinstellen. Die werden nämlich tatsächlich nicht mit einer Maschine gefertigt. Dieses Duftwachs wird hier per Hand eingefüllt. Und es wird auch per Hand der Aufkleber da drauf gemacht. Also wenn was Handarbeit ist, dann das hier. Und das fand ich total schön, auch wie liebevoll die das einfach abgefüllt haben. Und es passt so zu dieser Weihnachtszeit einfach. Ja, und im Doppelpack kriegt ihr sie für 57 Euro. Einzeln 34 oder im Doppelpack für 57 Euro. Das heißt, wenn ihr euch 2 Stück davon nehmt, dann habt ihr insgesamt circa 12 Wachsbars, für die ihr normal 85 Euro bezahlt hättet, wenn ihr die nicht im Brick bekommt. Und die kriegt ihr dann einfach für 57 Euro in so einem schönen Doppelpack. ja, also mega, mega coole Geschichte auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt Pröbchen dazu. Wer da mal jetzt nicht blind einen kompletten Brick kaufen will, der darf mir gerne mal schreiben. Dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Duftprobe davon. Davon gibt es jede Menge Duftproben. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr mal riechen könnt. Aber das ist auf jeden Fall auch ein mega, mega Vorteil vom Sensibrater sein, weil da könnt ihr solche coolen Sachen halt einfach mal schon frühzeitig bestellen. Und natürlich kriegt ihr auch für eure eigenen Bestellungen Provision, ja. Das ist natürlich auch toll. Aber man kann halt auch der Erste sein, der sowas in der Hand hält, der Erste sein, der die neue Kollektion sieht und so. Ja, ist schon mega. Also ihr seht, ich liebe meinen Job. und ja, ich bin jetzt erstmal raus. Ich habe nämlich jetzt jede Menge an Wachs zu schmelzen, damit das Ganze unter eure Nasen kommen könnt. Schreibt mir, wie gesagt, wenn ihr auch mal schnuppern möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ganz, ganz liebe Grüße. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein paar Däumchen oder ein paar Herzchen von euch. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren und auf das Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Das nächste wird wahrscheinlich schon die nächsten Tage kommen, denn dann wird endlich meine eigene Whiffbox ankommen. Und die werden wir natürlich auch zusammen auspacken. Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen und bis ganz bald.